Aldo Conterno ist eigentlich das Weingut, mit dem Italien für mich ein bisschen begonnen hat. Also ich war zum ersten Mal vor ungefähr 20 Jahren hier auf dem Weingut. Und eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse, das ich mit italienischen Weinen hatte, war Grambusia 90. Das war so Ende der 90er Jahre für mich das Nonplusultra in Sachen Italienwein. Es war aber dann später, nicht sehr viele Jahre später, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, auch ein bisschen eine große Enttäuschung für mich, weil der Wein hat relativ schnell, ich würde sagen so gegen Ende, gegen ja, 2005 oder so hatte ich ihn zuletzt probiert, da hat er merklich abgebaut, war längst nicht mehr das, was er war, und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, die Weine können gar nicht so gut altern, und ich habe dadurch auch ein bisschen Italien verlassen und auch ein bisschen die Weine von Conterno sind bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl ich habe trotzdem immer mal wieder was gekauft. Und ja, jetzt diese Tour hier im Barolo und was ich hier alles so erlebt habe, das gibt mir ganz neue Motivation. Also ich glaube auch, da ist ganz, ganz viel passiert seither, und die heutigen Weine sind, so wie ich das jetzt einschätze, um Welten besser als die damaligen. Und vor allen Dingen gibt es viel mehr, viel bessere Weine. Also damals gab es vielleicht so eine ganz schmale, richtig gute Spitze, aber kaum eine Breite. Und was wir hier jetzt probiert haben, da sind schon viele unglaubliche Sachen dabei. Und ja, ich bin ein bisschen dabei, das Ganze neu zu entdecken, und es macht mir unglaublich viel Spaß.